Ein herzliches Willkommen und Hallo zum Wettbewerb Let's Play Dragon Quest 11. Ich bin das MC Muffix. Beim letzten Mal, ja, ist unser guter Spross der Finsternis hier wieder amok gelaufen. Beziehungsweise, so werden wir zumindest dargestellt. Eigentlich haben wir hier einem netten Kind geholfen, das krank war und seine Stimme verloren hat. Und wie sieht der Dank aus? Komm ich an dir Dickerle vorbei? Ja, oder? Du störst ihn irgendwie. Aber natürlich, La Gondola. Wenn ich der Spross der Finsternis angreift, dann komme ich über die Kanzler. Ah, der Spross der Finsternis bewahrt. Sieht so stark aus und dabei kannst du gar nichts. Nun gut. Ritter Euklas hier aus dem Königreich Helidor hat uns hier gefunden und Eric gefangen genommen. Wir versuchen jetzt hier zu Eric, der dort oben festgebunden ist, so schnell wie es geht hinzureisen und ihn zu retten. Wieso stehen jetzt hier über den Gondel rum? Wo muss ich denn hin? Am einzigen Steg, wo natürlich keine Gondel steht. Nun gut, schauen wir mal, ob wir es schaffen, hier Eric zu retten und Euklas wahrscheinlich zu besiegen. Seid ihr sicher, dass ihr gerade hier sein wollt? Ritter Euklas sucht auf der Bühne auf La Plaza, den Spross des Festes. La Situation ist sehr angespannt. Warum ich nicht weglaufe? Allora, ich laufe nicht weg. Es ist immer besser abzuwarten, was passiert. Das lehrt eben das Angeln und das Leben. Naturalmente, man muss natürlich wachsam bleiben. Dass ich warte, bedeutet nicht, dass ich schlafe. Ja, gut. Zum Glück merkst du nicht, dass wieder Spross der Finsternis ist. Okay, Leute. Dann nehmen wir hier den, ich sag jetzt mal, Anführungsstrichen Geheimgang und schleichen das jetzt ganz schnell zu Eric hin. Und ich denke mal, es wird auf einen Kampf mit Euklas rauslaufen. Und den werden wir platt machen. Still you fail to find him. Imbeciles! Search again. Do not return empty-handed. It's now or never, my loves. Time to enter from stage right and save the day. So finally you scurry into the light. You rats think to gain the advantage by ambushing me while I am unguarded. I welcome the chance to tear you apart with my own hands, Darkspawn. Euklas nähert sich. Oh, zwei Schwerterstile oder was, Mann? Denkst du, ich hab Angst davor? So, also dann, was machen wir denn? Gute Frage. Haben wir erstmal einen Drachen. Ein Flammenhieb. Bam. So, als nächstes eine neue Chance. Er lässt einen gefallen. Oh! Sogar eine Wiederbelebungszauber ist ja awesome. So. Dann, komm hier. Was habe ich denn wieder? Immer lieber, aber langsam. So. Und dann, was habe ich hier? Mega-Schwächung. Na, das langt mir schon. Oh, diese Stimme, Mann. So. Alter! Doppeltes Schwerter, Mann, du Penner, Mann. Aber meinen Schläge parierst du nicht, Mann. 49 Schaden, Baby. So, als nächstes. Knister, Knirsch. Oh, das stöhnt er, oder wie, man? Geht er gar nicht. So. Und dann gleich mal heilen. Das Gute ist, das habe ich ja gelernt, jetzt, wo Maxi beim letzten Mal gestorben ist, dass wenn Maxi stirbt, das nette Spiel Game Over ist. Was? Krit? Naja, gut. Nicht so eindrucksvoll. So, machen wir einen Drachen nicht mal. Zack, zack. So, wenn ich jetzt nochmal Schwächung mache, wird er da eigentlich noch schwächer. Ich weiß gar nicht, ob das sich das stackt. Na. Stackt sich nicht. Ja gut, haben wir gerade gelernt. So, was haben wir? Säusel, Stärkung. Mal auf Maxi. Leute, Mann. Ja genau, jetzt ist auch noch zweimal. Ja genau, Mann! Bringt halt gar nichts, Mann. Aber Schwächung hat er immer noch, ja super. Ja, super.
Bringt mir natürlich nichts, wenn sie jetzt sofort stirbt. Aber ich muss warten, bis Ding dran ist. Verlangsamen. Achso, ich kann keine Zauber gerade wirken. Wieso eigentlich? Keine Ahnung, oder? Dann mache ich halt einen Drachenhieb. So, und jetzt hauen wir mal auch noch einen Drachenhieb raus. Ich dachte, wir haben irgendwie Stärke upgraden. Nö, hat sich schon wieder erledigt. Komm, Maxi, geh in deinen kräftigen Modus, Mann. So, dann machen wir wieder eine neue Schwäche. Genau. Dann einen Drachenhieb wieder. Dasselbe bei dir. Oh, Leute, Mann, das ist jetzt mal, ich sag jetzt mal wirklich mal kein so leichter Fight. So, Stärkung Maxi ist schon gestärkt. Machen wir mal Multibeschleunigung. Okay, alles im akzeptablen Rahmen. Ich habe nur Angst, dass er mal meine Schläge kontert. Davor habe ich echt Angst. So. So, Zauberbann. Die den Nutzer vor offensiven Zaubern schützt. Ach, das geht noch. Super, das geht noch Veronica. Bringt jetzt nicht so viel. So, mach mal Mittelheilung auf Maxi. Muss aufpassen, dass wir schön das SP nicht ausgehen. So, machen wir auch mal einen Flammenhieb, weil ich glaube, da macht man Schaden. Jo, macht ein bisschen mehr Schaden. So, wir könnten Ronaldo heilen. Heiraten, nein, kann man auch machen. So während des Kampfes einfach. So, dann mach mal. So. Steigert zwar nur leicht, aber das passt schon. So, bam. Immer auf die arme Veronica, gell? Jetzt machen wir noch Edge. Ah, scheiße auf Maxi. Brauch keine Zauber, ich hau einfach drauf, Mann. So, jetzt sollten wir erstmal Mittelheilung machen. Dann stirbt unsere kleine Veronica. Wollen wir gar nicht. Klein? Hab ich das gesagt? Kann ich mir nicht erinnern. So, und das war's, Mann. So. 5000 Erfahrungspunkte, ey. Alles für Eric, Mann. Brought to my knees by you, vermin. How could this happen? Eric, are you all right? Here, let me untie you. What devilry is this, Darkspawn? By what trickery did you manage to overcome Sir Jasper? It matters not. You have had your fun. Now accept your fate and give yourselves up. All right, this is gonna seem crazy, but just trust me, okay? Geronimo! True to form, the rats leap from the sinking ship. So much for your faithful friends, Darkspawn. Now, this ridiculous farce has gone on long enough. All that remains is for you to choose how it ends. Surrender to me,
or entrust your fate to the sharks that circle beneath. Oh! Sir Jasper, look! Hmm? How's that for a dramatic entrance, huh? Introducing the Salty Stallion, the finest ship to ever sashay across the seas. Dave, be a darling and pull over to the quayside so my friends can hop on, will you? Right you are, Silver. All aboard! Get them! Ciao for now, Jasper, darling. Bet you didn't see that ending coming. Ooh, I do love a twist. What are your orders, sir? They're getting away. They will not get far. Whew. Made it. And by the skin of our teeth. We owe you one, Sylv. Oh, don't be silly, darling. Dave's the one you need to thank. It's his steady hand on the helm that steered us out of the jaws of danger. Oh, stop it, Sylv. I'm just doing my job. No need to... Oh, blimey, what the heck's that? Huh? Oh my goodness! It's disgusting! I told you you would not get far. Enjoy your journey to the ocean floor. Now, my dear Tentacula, welcome your new friends to the loving embrace of the deep. Crikey, here he comes! Oh, I'm too young and beautiful to die! What's that noise? Those are Gondolian merchant ships. What are they? Fire! That monster always is harassing the ships in this area. Molto irritante. Hey, it's me, Placido. Listen, I can speak now. I have back my voice again.
The boy, he tell me everything. He tell me it's you who cure him. And also, he convinced me that you are no Darkspawn. That is no you who curse him in this way. He explained everything to me. Scusa, amici. I have done to you a great disservice. Some days ago, I play outside the town and I observe Sir Jasper talking to the monster. He's scary, so I make a little scream. He hear me and curse my voice so I cannot speak about what I see. It was horribile. So I learn that the one they call the Darkspawn saved my boy, and the noble knights of Eliodor, they consort with the monsters. What does it all mean? I cannot understand. But I know that you are an hero, and an hero must escape to fight another day, see? Darkspawn! Hear me! Today, you were lucky. But your luck will run out. And when it does, I will be there. If you're wise, you will live in fear of that day. Things won't be easy for you now. You defied the Heliodorians, and they don't like that. Don't let them grind you down, you hear? Yes, it's me! Ciao! Ciao! Arrivederci! We live to see another sunrise. We're blessed. Blessed, I tell you. Ooh, Dave, I forgot to ask. Have you heard any little birdies chirping about a merchant buying something called the Rainbow over in Gallopolis? Is it happened silver? Word on the grapevine is the fella what bought it had it over Svardrust way. This really isn't just a game to you, huh? Friends, shipmates, amigos, Svardrust and the Rainbow await. Onward, forward, northeastward. Destiny beckons! Segel setzen dafür, dass du an Bord von Rionaldes Schiff den schmucken Stute in die See gestochen bist und dem Schilderzeug zu suchen. Segel setzen, Schiff ahoi! Die Zeit ist gekommen, dich mit dem Seemannsgang zu üben. Du kannst mit der schmucken Stute, ein wunderschöner Name, an jedem Ort vor Anker gehen, der auf einer vertrauten Karte mit dem Ankersymbol markiert ist. Und wenn du wieder zu den See stechen willst, sprich einfach mit Fred. Also, es wird Zeit für eine Jungferfahrt. Warum setzt du nicht die Segel, nimmst du nur deutlich in Richtung Kurs auf nach Kriegersfeld? Das hört sich schon wieder schön an. Okay, Leute, die schmucke Stute. Ein toller Name. Nö, ich will da nicht hin, da wurde ich gerade angegriffen von irgendwelchen schlimmen Leuten. Okay, es ist Zeit aufzubrechen jetzt. In die Open. Oh, mit Random Encounters finde ich nicht schön. Hilfe, furchtbare Feinde. Bin ich eigentlich halb tot? Nö, danke.
Alter, Eric ist einfach im Koop-Modi. Ja gut dann, hau mal raus, oder? So, man darf nicht auf der schmucken Stute kämpfen. Geht da gar nicht. Bam. Alter, Feuerhut? Was? Sie waren kein wassergiger Feuerhut, Mann. Das ist ja gar nicht cool. Aber egal. Schöne Sequenz eigentlich. Und wir haben ein paar neue Freunde gefunden. Und ich meine, irgendjemand glaubt, dass es mir doch gut sind. Was mich doch irgendwie froh macht. So, und Ronaldo wird für mich immer seltsamer, Mann. Der wird für mich immer seltsamer. Gute Erfahrung mit dem Gegner. So. Okay, dann schauen wir mal. Darf ich da durch? Nö. Okay, dann geht es ja nicht weiter. Dann fahren wir einen anderen Weg. Vielleicht nicht nach Gondalia, sondern einfach mal da lang. So. Vor Costa Valor. Kann ich da auch rein? Nö, da ist ein bisschen eng. Ich schreibe trotzdem die Schmucke-Studie. Ein wunderschöner Name für ein Schiff, Mann. Nun gut, aber Fred hat die geilste Schmucke, Mann. Ich kann doch nicht sterben. Ich bin schön. Das ist der beste Spruch, Mann. Schaut mich nicht an. Ich muss nicht denken. Ich bin schön. So, der Klamottenmann höchstpersönlich. Ja, was denn das? Wir sind stärker als hier Euklas, Mann. Aber keine Aufforderung für mich. Bang. Das ist schon. Leute, die Standardgegner kriegen auf einmal, können auf einmal Schaden machen. Das finde ich gar nicht cool. So, dann haben wir einen Flammenhieb drauf. Alter, hört's auf! Finde ich ja gar nicht cool, Mann. Die haben mir viel zu viel Power drauf. So, der ist aber down. Maxi legt jetzt erstmal los, Mann. Das kannst du nicht während, irgendwann mal während deines Bossfights machen, das merke ich schon. Das macht aus mit Sieb nicht. Aber egal, zick, macht's möglich. Und 350 Erfahrung. Ja, also immer ein bisschen mehr Erfahrung es gibt. So, dann gehen wir nach Costa Valore. Thorsten, der Bürgermeister von Giesling, ja, wenn wir nur wüssten, wo wir. Oder Sandra. Alle sind tot. Und wir haben immer noch keine Ahnung, Mann, wieso. Ach, ich verstehe auch immer noch nicht, wieso der König uns angreift, weil, okay, wenn wir, unser Auftauchen wird damit verbunden, dass irgendwas Schlimmes passiert, aber wäre es nicht sinnvoller, das Schlimme anzugreifen? Also das Böse, das, was halt wirklich schlimm ist, anstatt uns, aber nun gut. Ich will mir nicht da in die Machenschaften von irgendwelchen idiotischen Königen einfügen. So. Was ist denn das? Ah. Achso, das war ich, der da geleuchtet hat. So, ich hätte es eigentlich gerne mal, bevor wir hier 100.000 Kämpfe machen. Nicht mehr Speierpunkt. Und ich will nicht geknutscht werden. So, schauen wir mal. Puerto Valor liegt direkt hinter diesem Himmel. Okay. Gehen wir nach Puerto Valor. Oder nach Grimalaya. Nö, ich gehe nach Puerto Valor. Geiler Ort. Schauen wir mal, ob uns die. Hey. Kleiner. Alter, ich mach dem 23 Schaden. Oh, die werden stark werden. Die werden. Ich habe das Gefühl, die werden uns das Plopp machen. Bin ich aber gespannt. Ah, oh, kraft doch nicht. Ja, okay, doch nicht. So. Habe ich mir jetzt Schlimmeres erwartet. Ich dachte jetzt. Weil man kann immer davon ungefähr absehen, wie viel Schaden ich dem mit dem Präventivschlag mache, wie stark ungefähr die Gegner sind. Heißt es aber, ich muss jetzt immer zu meinem Schiff zurück, wenn ich wieder einen See stechen will. Also ich kann das nicht einfach rufen, das finde ich nicht so cool. So, Eric. Nummer 1. So, Maxi Band ist wie immer. Kritischer Schlag. So, 170 Erfahrungspunkte für solche Gegner, ja, awesome. Wartet, genau das will ich eigentlich. Das langt mir schon. A Glocke. Komm, Klingglöckchen. So, reiten wir einfach mal ein bisschen hier hin. Wir werden wahrscheinlich eh wieder auf unser Schiff gehen müssen, aber ich habe keine Ahnung eigentlich, wo ich bin.
Port Valor, kenne ich nicht. Aber sind so viele fette Schleime laufen hier und rum. Aber das ist ja im Endeffekt wurscht, denn ich gehe jetzt erstmal ganz entspannt hier zum nächsten Spaltpunkt. Ignoriere ich alle. Mache erstmal ein kleines Nickerchen. Genau, da will ich hin. So. So, Leute. Dann machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ich denke, also wir können uns hier gerne noch ein bisschen umschauen. Hier Marmorwald. Und nach Grimala, ja, schauen wir mal. Aber das sehen wir dann erst beim nächsten Mal, denn nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's ja weiter mit Let's Play Dragon Quest XI. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen. Ciao.